Jetzt einmal die Faust nach oben, nach unten. High five. Hör mal, da ist bei dir ist eine Schraube locker, habe ich gerade gesehen. Ich mag die so. Come as you are, you're perfect like this. Freunde, herzlich willkommen bei SWR Schlager zur Achterbahn-Challenge. Ich bin der Tim und hinter mir stehen die modernsten und die berühmtesten Volksmusiker, die unser Land zu bieten hat, nämlich Vox Club. Aber nicht alle, sondern nur bei mir sind Chris, Flo und Bini. Hatten die anderen beiden so einen Schiss, hier Achterbahn zu fahren? Total oder? Also, ich erinnere mich. Das sind eher die Ängstlichen. Ja, die Ängstlichen. Wer ist denn so der Anführer bei euch, der Mutigste? Also, wenn es um Achterbahn geht, das ist Flo. Der Flo schläft in der Achterbahn. Ja. Ich liebe Achterbahn über alles. Ach, krass, was ist. Warum? Adrenalin, Kick oder? Adrenalin, nicht wissen wohin, die Schnelligkeit, dieses einfach mal kurz nicht zu wissen, was passiert, das Kribbeln im Bauch. Achterbahn ist einfach nur geil. Ich hab ja schon Brechtüten mitgebracht auf dem Flug hierhin. Habe ich mir extra ein paar reserviert. An wen teile ich die aus? Ja, Kribbeln im Bauch habe ich auch, aber ein anderes wahrscheinlich als er. Deswegen gerne hier an mich weiterleiten. Aber ich glaube, das drückt deinem Ei alles im Magen runter, oder? Also ich bin schon damit jetzt gerade gefahren. Es ist ein bisschen wie Fliegen. Und wir haben während der Fahrt eine kleine Aufgabe für euch. Wenn ihr die nicht schafft, und das ist, ich sag euch, das ist eine schwere Aufgabe, weil das ist hier die gefährlichste Achterbahn Europas. Und wir müssen noch etwas für TikTok machen. Und zwar ist das eine Challenge. Einmal die Faust nach oben, nach unten. High five. Peace. Peace über Kreuz. Boah, das kann ich schon nicht. Okay. Hang loose. Und ganz zum Schluss, mal gucken, wer es schafft. Kannst du mich nicht. Krass! So! Sehr geil. So, wenn ihr das nicht schafft, dann erwarte ich euch, müsst ihr euch irgendwie ausdenken. Einer singt atemlos, oben ohne und muss das auf Instagram posten. Oder ihr springt vom 3-Meter-Brett ins Wasser. Whatever, ja? Das machen wir hinterher und den Bett einlöst, den sehen dann alle auf Instagram. Und jetzt geht's ab nach oben. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle schwindelfrei. Los geht's. Hör mal, da ist bei dir ist eine Schraube locker, habe ich gerade gesehen. Ist mir auch schon aufgefallen. Ja, und jetzt? Scheiß drauf, oder? Sag mal, wenn ihr als Band einen anderen Namen hättet als Vox Club, welcher wäre das dann? Oh, wir hatten, unser ursprünglicher Name war erstmal Lederhosen A Cappellas. Oh, geil, ja. Und dann wollten wir uns wirklich Männergesangsverein nennen. Genau. Oh, das wäre auch schön gewesen. War auch schön, aber man hätte uns auf Google nicht gefunden. Das war scheiße, deswegen. Weil es das schon gab, ne? Der 1000 Millionen Mal. Habt ihr Höhenangst? Oh fuck, ist das hoch. Nein, eigentlich nicht. Aber wenn ich jetzt da so raufschaue. Wie stehst du denn zum Tempolimit eigentlich? Ah, ich finde das gar nicht schlecht. Ja? Ja, weil du wärst benzinsparender und du kommst meistens dann doch schneller an. Okay, wenn wir jetzt oben ankommen, was wollt ihr zuerst machen? Buchstabieren oder die Hände? Die Hände. Okay, alles klar. Also wenn wir die Hände machen, ich gebe dann gleich den Ton vor, Und dann geht's gleich los. Oh Gott. Es wird hoch. Aber schöner Ausblick, Also heute mit der Lederhosenbande aus Kastelruth, so wäre es sonst geheißen. Also geht los. Achtung, fertig. Oh Gott, und jetzt erstmal kurz genießen. Was wäre der Grund? Der Grund wäre zu schnelles Achterbahnfahren. Ey, welchen Ohrwurm hattest du zuletzt? Oh, ist tatsächlich die neue Single gerade. Was geht hier ab? Also ich hab einen Puff. Und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, jünger, geiler. Ich mag die so, come as you are, you're perfect like this. Ja, mega geil. Oh, deine Mütze ist abgeflogen. Oh, die ist noch da. Ja, ein Glück. Meine Mütze. Also hat keiner hinten die Mütze im Gesicht. Ja, sehr gut. Und
Würdet ihr jetzt gleich sofort noch mal eine Runde fahren? Natürlich. Ja, seid auf jeden Fall. Das war die Aufwärmrunde. Aber du hast jetzt so cool gemacht, was auch Sauna ist, oder? Ich habe kein Wort verstanden. Hast du das verredet? Ich habe also hier links und rechts mit dir, da bin ich nicht hingekommen. Und mir war wirklich so latent schlecht gerade. Ja. So ganz, ganz kurz latent schlecht. Aber jetzt geht's eigentlich. Aber wir können ja noch ein, zwei Fragen machen, bis wir da sind. Sag mal deinen geilsten Anmachspruch, den du kennst. Ich habe eine. Ja. Hey, ich habe meine Nummer verloren. Kann ich vielleicht deine haben? Sehr gut. Den hab ich gesucht. Der war weg. Und nein, jetzt müssen wir kurz aussteigen. Alles passt. Keiner hat sich übergeben. Noch nicht. Wir haben einmal Mützen verloren. Ketten sind alle noch dran. Ja. Und ihr habt die Challenge bestanden. Ich habe das Gefühl gehabt, ich wollte es nicht genau. Die Challenge fühlte sich noch gut an, ne? Die Fragen, die du da gestellt hast, da war ich auf einmal da. Keine Ahnung. Hat mir Fragen gestellt? Ich habe nichts gehört da drüben. Mir wurde ja so latent übel, als wir dann meinen Ohrwurm angesungen haben. Da habe ich so gemerkt, boah, irgendwie so ein bisschen grummelt's im Bauch. Nächstes Video, dreht ihr das in der Achterbahn? Nächstes Musikvideo wäre doch eigentlich mal. Nicht schlecht, nicht? Oder? Ich komme dabei. Ich komme mit, klar. Okay. Mach ein Feature oder so. Ja, geil.